Die Metal Gear Solid Reihe hatte schon immer echt ikonische Spieleverpackungen. Schlichte, aber einzigartige Designs von Yuji Chinkawa, die perfekt zur Mystik der Spiele passten und die jeder sofort wiedererkannte. Und dann kam Metal Gear Solid 5. Warum musste man diese stilvolle und jahrzehntelange Tradition so lieblos brechen? Ich glaube, wir müssen mal über die aussterbende Kunst der Videospielverpackung reden. Moin, 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 was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu... Videospiele. Ich mag sie. Offensichtlich. Und ich mag Videospielverpackungen und alles, was dazugehört. Ich liebe das Artwork auf dem Cover, die Vorfreude aufs Spielen, wenn man sich die Rückseite durchliest, die kleinen Zusatzinfos, die in der Anleitung stehen oder einfach nur die Tatsache, dass ich sie mir ins Regal stellen kann. Heute haben sie dank des großen digitalen Angebots natürlich an Bedeutung verloren. Aber früher waren Videospielverpackungen extrem wichtig. Sie waren notwendiges Mittel zum Verkauf eines Videospiels und gleichzeitig auch irgendwie unbeschwertes Kunstwerk. Es war egal, ob sie gut vermarktbar waren, Hauptsache sie spiegelten den Kern des Spiels wider. Viele ikonische Spielecover sind bis heute, glaube ich, jedem ins Gedächtnis gebrannt. Mario vorm gelben Hintergrund bei Super Mario Bros. 3, der riesige Baum von Secret of Mana oder der kunstvolle Meteor von Final Fantasy VII. Die Cover zu diesen Spielen hat, glaube ich, jeder im Kopf, der sie mal gespielt hat. Doch in den letzten Jahren haben sich Videospielverpackungen ganz schön verändert. Heute wird das Artwork und das Logo des Spiels systematisch und nach neuesten Marketing- und Designgesetzen zusammengestellt und exakt aufs Zielpublikum ausgerichtet. Nichts wird dem Zufall überlassen. Da wird dann noch sowas, halt schnell mal sowas. Weil Neonfarben, das ist doch gerade in, oder? Und ständig sieht man dieselben Farbkombinationen oder Posen der Spielfiguren. Typ mit Waffe läuft auf uns zu oder schaut in Nahaufnahme extrem angespannt in unsere Richtung. Ob es nun zum Spiel passt oder nicht? Dies basiert natürlich alles auf perfekt analysierten Marktgewohnheiten und wird sogar länderspezifisch optimiert, damit jedes Spiel perfekt vermarktet werden kann. In den USA schaut Kirby daher auf den Verpackungen immer ein wenig grimmiger drein. Und in Japan sieht Crash Bandicoot stets aus, als hätte er Drogen genommen. Kurze Frage, zu welchem Halo-Teil gehört dieses Cover? 3? 4? Oder gar Reach? Ja, das ist nämlich das Problem dieser extrem methodisch angelegten Spieleverpackung. Für Innovation oder Eigenständigkeit bleibt irgendwann kein Platz mehr. Wenn alle die gleiche Art, die gleichen Farben und die gleichen Posen nutzen und denselben Design- und Marketinggesetzen gehorchen, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn gefühlt jedes Cover eines Genres gleich bzw. ähnlich aussieht. Und das ist übrigens auch nicht Halo, sondern MX vs. ATV Alive. Sorry, nichts gegen Halo, ich wollte nur einfach mal aufzeigen, wie austauschbar und beliebig heutige Videospielcover sein können. Immerhin kann ich es aus wirtschaftlicher Sicht ja sogar verstehen. Aber es gibt trotzdem auch andere Möglichkeiten, die den Spielen zumindest ein bisschen mehr Charakter geben. Zum Beispiel das Anbieten von Steelbook-Versionen mit speziellem Art-Design, alternative Wendecover, die dann eher dem Kern des Spiels gerecht werden, wie hier bei Bioshock Infinite, oder die einfach mal nur cool aussehen, weil sie cool aussehen wollen. Wie geil ist bitte diese Variante des Covers von Fist of the North Star Lost Paradise? Selbst EA hat sich mal an sowas versucht und auf der Innenseite von Mass Effect 3 ein alternatives Artwork für eine weibliche Shepard gedruckt. Fand ich cool. Aber sowas kostet den Publisher nun mal extra Geld und wieso sollten sie dies regelmäßig machen, wenn der Großteil der Spieler die Games eh digital kauft? Also glaubt auch gar nicht erst, dass es noch gedruckte Anleitungen mit zu einem Spiel gibt. Die ist mittlerweile natürlich nur noch digital zu finden und wenn doch eine dabei ist, dann sieht sie meist so aus. Wow, super. Nicht nur unnötig, sondern auch richtig hässlich. Das Fehlen einer Anleitung stört natürlich nicht jeden, aber ich finde es erstens sehr schade, weil die Publisher diese Kostenersparnis ja auch nicht an den Käufer weitergeben, sondern als Profit einbehalten und zweitens alle anderen Hersteller von Konsumgütern, ob Auto oder Toaster, ja auch nicht darauf verzichten. Nur weil Videospiele digitale Medien sind, dürfen Publisher uns weniger zum gleichen Preis verkaufen und sich damit brüsten, Ressourcen zu sparen? Naja, egal. Ausgedruckte Anleitung, Videospielverpackung generell oder ein einzigartiges Coverdesign sind wohl einfach nicht mehr so wichtig. Es scheint ja auch so alles wunderbar zu funktionieren. Früher war das Ganze halt noch ein wenig anders. Da hatte man eher das Gefühl, der Entwickler programmiert etwas, das so aussah und der Designer dann dafür verantwortlich war, dass es so beim Kunden ankam. Es ging also nicht nur darum, das Spiel an möglichst jeden zu verkaufen, sondern dem Kunden überhaupt erstmal klarzumachen, was er sich unter diesen Pixeln vorstellen soll. Heute reicht dafür natürlich ein kurzer Blick ins Internet bzw. Fachmagazin.
Aber früher gab es halt nicht für jeden die Möglichkeit bzw. die Menge an Informationen, die man heute schon vorweg zu einem Spiel bekommt. Ankündigung auf der E3 per Teaser, dann ein Trailer, dann ein Gameplay-Trailer, dann noch ein Multiplayer- oder Story-Trailer und so weiter, begleitet natürlich die ganze Zeit von Previews, Reviews und dämlichen Videos irrelevanter YouTuber. Bevor heute ein Spiel erscheint, weiß doch gefühlt schon jeder, was das für ein Spiel sein wird und wie es sich spielt. Wie gesagt, das sah bis Ende der 90er halt noch anders aus. Wenn man nicht zufällig einen Bericht in einem Spielemagazin las, dann ging man einfach in einen Laden und entweder da war ein neues Spiel oder nicht. Die Kaufentscheidung fand direkt vor Ort anhand der Spieleverpackung statt. Und dies natürlich hauptsächlich erstmal über das, was man zuerst sah, dem Cover des Spiels. Und das musste natürlich sitzen, von daher war es schon cooler, statt den Leuten dies, lieber das zu zeigen. Vielleicht würde man heute sogar ein wenig von irreführender Werbung sprechen, aber damals war das irgendwie okay. Jeder wusste, wie Videospiele zu der Zeit waren und niemand hat wirklich erwartet, dass ein Spiel ernsthaft so aussah wie auf dem Cover. Es ging einzig darum, dem Käufer ein Bild oder Vision des Spiels zu verkaufen. Denn die Games waren halt ein wenig einfacher gestrickt und vieles fand eher im Kopf des Spielers als auf dem Bildschirm selber statt. Später war dies dann natürlich nicht mehr nötig und man ging dazu über, die Cover ein wenig näher an die wirkliche Spielerfahrung anzupassen oder die Verpackung gleich mit echten Charaktermodellen zu zieren. Das war damals natürlich ultra cool. Aus heutiger Sicht sind diese CGI-Modelle aber nicht mehr wirklich schön anzusehen. Dennoch gibt es auch aus dieser Zeit viele schöne und kultige Videospielcover. Auch die Rückseite der Verpackung hatte stets eine wichtige Rolle, da man dort meist echte bzw. leicht optimierte Screenshots des Spiels betrachten konnte, die einen immerhin einen vagen Eindruck des Spiels vermittelten und wem das immer noch nicht reichte, der konnte sich ausgiebig in Textform über die Inhalte informieren. Worum geht es genau? Was muss man machen? Angaben zur Grafik und Größe und natürlich jede Menge Schlagwörter und verführerischer Versprechungen. Das erste Konsolen-Call of Duty bewarb sich damals zum Beispiel damit, dass dies nun die Stunde der Entscheidung ist. Erleben Sie die bekanntesten Konflikte des Zweiten Weltkrieges in filmreifer Intensität. Entscheiden Sie den Konflikt zwischen Achsenmächten und Alliierten. Brisante Schlachten versetzen Sie mitten in die Hitze des Gefechtes. Ja, wer bekommt da nicht sofort Bock, in den virtuellen Krieg zu ziehen? Dazu wird man dann auch noch gesiezt. Das ist so richtig schön 2000er Jahre GameStar-mäßig. Und wie sieht es heutzutage bei Call of Duty aus? Kampagne! Wow, erzählt mir bloß nicht so viel. Und was hat das Spiel sonst noch zu bieten? Multiplayer und Spezialeinheit. Was Spezialeinheit? Was soll das überhaupt bedeuten? Ist das eine spezielle Einheit dieses Spiels? Ist man selber die Spezialeinheit oder ist das der Name des Hauptcharakters? Ja, ich weiß natürlich, dass das ein Modus des Spiels ist, aber kann man sich bitte nicht ein wenig mehr Mühe geben bei der Beschriftung der Verpackung bzw. der Beschreibung der Inhalte? Ich meine, jemand, der noch nie ein Call of Duty gespielt hat, wird doch unmöglich das Spiel nur anhand dieser Rückseite kaufen, oder? Immerhin hat man noch Zeit und Platz gefunden für das, was am wichtigsten ist. Ein bisschen flexen! Die meistverkaufte First-Person-Action-Reihe auf der PlayStation 4. Das ist schon ein wenig armselig, wenn einem nichts Besseres einfällt, als sein Publikum mit solchen Dingen beeindrucken zu... Oh, guck mal, mein Panzer Dragoon Saga! Neben meinem Rule of Roast! Und ich dachte, das wäre mein Westflügel! Es ist aber heute leider nicht ungewöhnlich, dass man nur noch ein paar lieblose Infos unter meist sehr generischen und klischeehaften Screenshots packt und das Spiel dann so ins Regal stellt. Die Käufer scheint es eh nicht zu interessieren, also warum unnötig Energie aufwenden? Aber ich will auch nicht behaupten, dass früher immer alles besser war. Slam & Jam 96 zum Beispiel propagierte auf seiner Rückseite, dass es für bis zu 4 Spieler umfangreiche Team-, Spiel- und Tabellenstatistiken sowie Sofortwiederholungen aus verschiedenen Blickwinkeln bietet. Ja, weil das genau die Dinge sind, die Kinder vor die Konsole locken. Ja, okay. Aber normalerweise waren diese Klappentexte schon immer sehr hilfreich und luden einfach dazu ein, sich stundenlang die Rückseite durchzulesen und sich im Laden schon mal vorzustellen, wie cool es sein müsste, das Spiel zu spielen. Das hatte schon einen gewissen Reiz. Und auch wenn es es heutzutage in dieser Form nicht mehr gibt, finde ich, es gehört einfach dazu. Spiele sollten sich einfach die Mühe machen, ihre Verpackung ansprechend zu gestalten und ausgiebig über ihre Inhalte zu informieren. Ich meine, das kostet doch nicht viel. Ich hasse es auch, Videobeschreibungen zu machen. Niemand liest die je, aber dennoch versuche ich jedes Mal knapp den Inhalt des Videos zu beschreiben und gebe Zusatzinfos, wie zum Beispiel alle benutzten Lieder. Sowas ähnliches sollte doch für einen Spielepublisher auch möglich sein. Ist es wirklich so schwer, einheitliche Spines innerhalb einer Reihe zu gestalten? Abgesehen mal davon, dass meine Überleitungen großartig sind, aber das tut doch einfach nur weh! Wenn Spiele zusammengehören, dann zeigt uns das doch auch bitte. Kaum eine Spielereihe schafft es, einheitlich im Regal daherzukommen. Und ich sehe einfach keinen Grund, warum sie das nicht tun sollten. Ich meine, ist das nicht der Sinn eines Franchises bzw. einer Serie?
Die sofortige Wiedererkennung anhand eines einheitlichen Erscheinungsbildes? Bei Spieleserien, die für jeden Ableger eh ein eigenes Logo entwerfen, kann ich es ja verstehen. Aber warum denn bitte hier, wo das Serienlogo so präsent abgedruckt ist? Wie kann es sein, dass EA fast die einzige Firma ist, die es annähernd hinbekommt, ihre Spiele auch im Regal einheitlich aussehen zu lassen? Das ist doch wirklich das Einfachste auf der Welt. Aber nein, alles ist wild durcheinander. Größe, Schriftart, Platzierung, selbst die Farben. Ich kapier's nicht. Ihr seht, die Kunst, eine Videospielverpackung zu kreieren, ist und war nie ganz leicht. Das perfekte Gleichgewicht zwischen ästhetisch ansprechend, informationsreich und gut vermarktbar ist halt nicht immer leicht zu finden. Große Franchises oder Re-Releases haben es dann natürlich einfacher. Man kennt ihre Namen und man muss eigentlich nur in die Welt hinaus posaunen, dass man ein neues Spiel seiner Reihe ist. Bam! Resident Evil. Das kennt jeder, da braucht nicht mehr drauf. Noch einfacher haben es da meist nur ikonische Videospielcharaktere. Auf dem Cover von Super Mario Spielen ist ein Super Mario. Auf Crash Bandicoot ist ein Crash Bandicoot und auf Mega Man ist ein dicker schwedischer Mega Man Cosplayer. Aber wie gesagt, ich will auch gar nicht behaupten, dass früher alles gut war und heute alles schlecht ist. Es gibt natürlich auch genügend Beispiele für hässliche und dumme Spielecover aus den 80ern und 90ern, so wie es auch schöne und passende aktuelle Beispiele gibt. Das US-Cover des Shoot'em-ups Phalanx ist bis heute so absurd wie skurril, während das Design heutiger Rockstar-Spiele so genial ist, dass du es dir fast immer als Poster an die Wand hängen kannst. Dennoch lässt sich eine gewisse Entwicklung und Veränderung bei der Gestaltung von Videospielverpackungen einfach nicht verneinen. Kleiner, kostensparender, akkurat geplant und angepasst an die Gegebenheiten des aktuellen Marktes ersetzen immer mehr und mehr aus den Schatten luschernde und waffenschwingende Zufallstypen die ikonischen Kunstwerke unserer Kindheit. Worauf ich aber eigentlich hinaus will. Ist denn noch nie jemandem aufgefallen, dass auf der Rückseite von Final Fantasy VII die Todesszene von Aerith gespoilert wird?